Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zum großen Mainline-Update in Torchlight 3. Dieses Update hatte ich ja bereits letzte Woche in einem kleinen Informationsvideo für euch angekündigt und auch habe ich in diesem kleinen Video schon mal etwas zum neuen Reliktsystem erzählt, weshalb ich auch dieses Video nochmal gern oben in der Infobox verlinken möchte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch da einfach nochmal reinschaut. Im heutigen Patch-Nutz-Video hier, da habe ich mir wieder die wichtigsten Änderungen von diesem riesengroßen Update herausgesucht. Habe das nochmal ein bisschen unterteilt in Gameplay-Änderungen, Bugfixes und Reliktsystem. Und wir beginnen natürlich aber vorerst mit der Größe des Updates und die betrug 1,1 GB. Und auch wenn es die Größe so nicht hergibt, ich habe es ja schon erwähnt, es ist ein riesengroßes Update geworden mit massig Änderungen. Was es auch für mich wieder schwierig gestaltet hat, die wichtigsten Dinge herauszufiltern. Wir beginnen nochmal mit dem Reliktsystem und da habe ich euch auch im Hintergrund schon mal ein bisschen Gameplay-Material eingeblendet. Da könnt ihr sehen, wie jetzt zum Beispiel die Charakteranpassung aussieht, denn es ist ja so, dass mit dem neuen Reliktsystem zum einen schon mal ein Wipe vorgenommen wurde. Das heißt, ihr solltet euch nicht wundern, wenn ihr euch einloggt. Alle Charaktere von allen Spielern wurden gelöscht, das heißt, wir müssen alle heute bei 0 beginnen. Und wenn ihr euch dann einen neuen Charakter erstellt, dann ist es so, dass ihr euch am Ende für ein Relikt entscheiden müsst. Ihr habt da so eine kleine Vorschau, wo ihr euch alles angucken könnt, quasi alle Relikte und alle Fertigkeiten, die in dem Relikt vorhanden sind und müsst euch dann entscheiden. Und dieses Relikt kann auch im späteren Spielverlauf dann nicht mehr geändert werden, wie das bisher der Fall war. Bedeutet, dieses Relikt wird euch die ganze Zeit mit eurem Charakter begleiten. Und dann wurde neu hinzugefügt die sogenannte Reliktenergie. Diese wird ja benötigt, um spezielle Fertigkeiten innerhalb des Reliktes zu aktivieren. Wir haben jetzt zwei neue Skillslots bekommen, bedeutet unten in der Castbar haben wir ab heute 9 Fertigkeiten, die wir nutzen können und nicht mehr nur 7. Und die ganzen Fähigkeiten und Stufen aller Relikte wurden auch nochmal überarbeitet und angepasst. Was und wie genau, das war leider aus diesen Patchnotes nicht ersichtlich. Jetzt gehen wir mal zu den Gameplay-Änderungen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Da habe ich mir zum einen mal die Bossgegner herausgesucht und da ist es so, dass diese im späteren Spielverlauf und auch in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen ab schwer, schmerzhaft und höllisch mehr Lifepoints bekommen haben und bekommen weniger Schaden von uns, wenn wir auf diese einkloppen. Und diese Änderungen an den Bossgegnern wurden vorgenommen, damit sich einfach diese Bossgegner wieder ein bisschen als Herausforderung im Spiel anfühlen. Genauso wurden nochmal einige Spinnenbosse angepasst in Größe und Schaden. Und diese ganzen Änderungen sollten einfach dazu dienen, damit sich halt generell auch das Spiel wieder ein bisschen fordernder für uns Spieler anfühlt. Und dann haben wir eine Änderung, was den Glücksfund-Bonus betrifft. Denn auch da war es ja so, wenn wir in den Schwierigkeitsgraden schwer, schmerzhaft und höllisch gespielt haben, haben wir automatisch so einen Glücksfund-Bonus bekommen von gewissen Prozenten. Dieser wurde mit diesem neuen Update komplett entfernt. Den wird es so nicht mehr geben. Auch an den Drop-Raten und Drop-Chancen wurde nochmal ein bisschen gedreht. Bedeutet, legendäre und seltene Gegenstände, da wurde die Drop-Rate drastisch reduziert. Also diese Gegenstände sollten wir nur noch sehr selten finden. Diese Änderung wurde vorgenommen, damit sich dann die Items, die wir finden, einfach wieder ein bisschen wertvoller anfühlen. Dann wurde die Drop-Chance der Rolle der Lebensbindung angepasst. Auch diese wurde von 1 zu 12 auf 1 zu 20 verringert. Und die Rolle der Lebensbindung war ja dafür da, dass man Items verstärken konnte in den Stats. Aber wenn man dann gestorben ist, dann wurden diese verstärkten Items zerstört. Also wie gesagt, auch da wurde die Drop-Chance von 1 zu 12 auf 1 zu 20 verringert. Wir haben neue Möglichkeiten, was die Charakteranpassung angeht, also neue Haarfarben und so weiter. Es wurden neue Mini-Dungeon-Bereiche im Spiel hinzugefügt und es gibt auch noch eine Änderung, was die Erfahrungspunkte betrifft, denn auch da wurde ab bestimmten Leveln die Erfahrungspunktemenge erhöht, um ein Level-Up zu bekommen. Bedeutet, dass ihr ab den höheren Levelstufen dann etwas länger brauchen werdet, um ein Level-Up zu bekommen. Und zu guter Letzt schauen wir uns nochmal ein paar Bugfixes an. Auch da habe ich mir versucht, so die wichtigsten Dinge herauszufiltern. Da wurde zum einen an Problemen gearbeitet, was Verzögerungen, Desyncs und Rubberbandings betrifft. Dann haben wir eine Fehlerbehebung, durch das es manchmal nicht möglich war, Gegenstände aus dem Inventar unserer Begleiter, die wir uns auswählen können, zu verkaufen. Dieser Fehler sollte also jetzt nicht mehr auftreten. Dann wurde an den Serverabstürzen gearbeitet.
an Behebungen von Questproblemen, dass zum Beispiel bestimmte NPCs nicht erschienen sind oder dass bestimmte Quest-Items aus dem Inventar nicht verschwunden sind, wenn die Quests abgeschlossen waren und so weiter. Dann haben wir eine Fehlerbehebung, durch das ein Spielerportal noch vorhanden war, man dieses aber über die Wegpunktkarte nicht benutzen konnte. Auch dieser Bug sollte nicht mehr auftreten. Und jetzt gibt es so einen richtig krassen Bug, denn es war wohl möglich im Spiel, dass man bei Händlern Tränke auf eine bestimmte Art und Weise verkaufen konnte. Und das immer wieder. Das heißt, man hat die Tränke verkauft und die Tränkestapel haben sich immer wieder aufgefüllt, sodass sich Spieler damit einfach bei Händlern reich verdient haben. Auch dieser kritische Bug sollte jetzt nach dem Update nicht mehr auftreten. Das waren so die wichtigsten und prägnantesten Änderungen, die ich mir da herausgefiltert habe. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Video gefallen hat. Wenn ja, dann denkt bitte daran, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da für mich. Und ansonsten natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir vielleicht einfach ein kleines Abo spendet für diesen kleinen Kanal. Aktiviert die Glocke dazu, denn dann verpasst ihr auch keines der nächsten Videos und Livestreams mehr, die ich für euch hier auf diesem Kanal zur Verfügung stelle. Denn ich mache ja nicht nur zu Torchlight 3 die Videos, sondern auch zu Volzen, Lords of Mayhem und genauso zu Call of Duty Warzone, weil ich das ja immer noch mit Kumpels spiele. Und die Spiele, die ich aktiv auf meinem Kanal spiele, die unterstütze ich dann mit News und Update-Videos. Das heißt, schaut immer mal wieder rein. Ich würde mich freuen und dann sagt der Henry wieder Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.